Die Berliner Polizei, ihr seht neben mir Bilder eines Einsatzes gestern Abend am Fernsehturm mitten in Berlin und es gibt keine Pressemitteilung der Polizei. Es gibt nichts quasi. Es gibt auch keine anderen Beiträge. Dieses Video ist von J6. Ich grüße dich, J6 in the Mix. Wir haben uns zwar noch nicht getroffen, haben aber gleichzeitig vom Türkei-Spiel am Kudamm vom Breitscheidplatz einen Livestream geführt und sind uns quasi gegenseitig in den Füßen herumgelaufen. Vielleicht treffe ich dich ja mal bald. Dieses Video ist phänomenal. Er wurde informiert von einem seiner guten Kontakte, dass etwas Großes los sei am Alexanderplatz. Er hat sich auf den Weg gemacht Freitagabend und war dort und hat diese Szenen hier gefilmt. Mindestens 10 Einsatzwagen waren direkt zu Beginn schon vor Ort und haben hier migrantische Personen kontrolliert. Das ist eindeutig erkennbar gewesen. Dort um den Alexanderplatz, wir befinden uns hier auf der Rückseite im Park an der Kirche, ist irgendetwas vorgefallen. Was vorgefallen ist, können wir heute allerdings nicht wirklich genau sagen, denn die Polizei, sie hüllt sich in Schweigen. Es gab gestern weitere Dinge, über die schon berichtet wurde in Berlin, die allerdings weiter weg waren. Also ich habe das alles geprüft, da ist nichts, was fußläufig sein kann. Jetzt seht ihr hier, überall steht Polizei, überall werden Leute kontrolliert und man denkt am Anfang, gut, es ist vielleicht gar nichts so Schlimmes passiert, ein Fehlalarm und dennoch könnte man darüber berichten, wenn man am Alexanderplatz in Berlin so ein großes Polizeiaufgebot hat. Und jetzt sehen wir gleich, wie hier die Polizisten nochmal losrennen. Hier, sie rennen quasi nochmal und suchen irgendwelche Personen. Noch mehr Polizei rennt jetzt. Ihr seht, was hier abgeht, ne? Hier ist gerade... Also, dass hier anscheinend das nichts gewesen sein soll, naja. Ich habe extra etwas gewartet heute, bis ich euch das zeige und es gibt immer noch keine Mitteilung der Berliner Polizei. Was allerdings verwunderlich ist, dass ich selbst auf Twitter keine weiteren Fotos dieses Großeinsatzes hier habe finden können. Ich weiß nicht, was dort los gewesen sein soll. Wir haben noch die Fanmeilen in der Stadt und die EM bis Sonntag. Es gilt noch die höchste Warnstufe. Jetzt konzentrieren wir uns hier auf das Video nochmal. Hier kommen jetzt wieder Einsatzwagen, die zusammengezogen werden. Es ist immer noch völlig unklar, was hier passiert. Und sie lassen die Bevölkerung im Dunkeln. In Berlin ist es jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass über Sexualdelikte nicht berichtet wurde, sondern erst als man in sozialen Medien darüber erfahren hatte, wurde berichtet. Deswegen mache ich das Video hier. Deswegen unterstütze ich dich, J6, damit. Um die Reichweite hier zu erhöhen, in der Hoffnung, dass wir hier Klarheit darüber bekommen, was hier vorgefallen ist. Kann natürlich ein Fehlalarm sein, aber dafür haben sie ziemlich viele Personen kontrolliert und man könnte ja dennoch eine Pressemitteilung herausgeben, dass Dutzende Beamte hier im Einsatz waren, wegen irgendwelcher Mutmaßungen, die sich am Ende halt einfach als nicht stichhaltig herausgestellt haben. Das kommt durchaus vor und das jetzt hier Freitagabend in der belebten Berliner Innenstadt so groß abzuziehen und dann einfach zu schweigen, das ist sehr, 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 sehr seltsam. Denn selbst wenn es jetzt hier irgendwelche Verbindungen gäbe zu organisierter Kriminalität, etwas tiefer greifend, anstatt nur Messerdelikte oder Faustdelikte oder Meinungsverstärkerdelikte, wie auch immer man das nennen mag, es werden hier einschlägige Personen kontrolliert, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Wenn ihr was wisst, kommentiert das bitte unter das Video. Ich habe auch bei J6 unten drunter die Kommentare versucht, alle zu lesen. Es ist völlig unklar, was hier geschehen sein soll. Gestern ist in Wedding auch eine schwangere Frau mit einer Eisenstange attackiert worden. Dem Baby soll es soweit gut gehen. Sie wurde unverhohlen in den Bauch geschlagen mit einer Gerüststange. Ist aber allerdings auch weiter weg passiert. Es gab natürlich auch eine kleine Auseinandersetzung mit 30 Personen. Allerdings auch mindestens 1 Kilometer weg von dieser Stelle hier, von der dieses Video stammt. Und dieses Video stammt auch definitiv von Freitagabend. Selbst wenn man Donnerstagabend zugrunde legt, gibt es weiterhin keine Mitteilungen der Polizei. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich bin gespannt, was am Ende dabei herauskommt, ob es am Ende dann ein herrenloses Gepäckstück war. Nee, Spaß beiseite jetzt. Da muss etwas Größeres vorgefallen sein und man versucht es hier unter den Teppich zu kehren. Warum nur? Warum nur? Vermutlich, weil... Jetzt pfeifen sie. Jetzt kommen sie hier alle wieder aus den Löchern raus. Hören wir mal kurz J6 zu, was er davon hält. Deutsches System akzeptieren tut. Ja? Und schon pfeifen die rum, kommt alle raus, alles gut. Mann. Ja, und wenn ihr J6 nicht kennt, könnt ihr mal auf seinem Kanal rumschauen. Er macht viele Aufnahmen direkt von der Straße in Berlin. Er ist Deutscher mit Migrationshintergrund.
Das kann er auch nicht verleugnen, wenn man ihn sieht. Das ist so. Das ist aber sein großer Vorteil. Er kann viel unbemerkter auf der Straße unterwegs sein, als ich das kann. Ich bin gleich die Kartoffel. Ich werde gleich gefragt, ob ich von der AfD bin oder so weiter. Da muss man aufpassen in Berlin. Ich bin nicht von der AfD. Ich bin von niemandem. Ich bin für mich selbst, wenn ihr so wollt. Und ich bin immer noch fasziniert, was hier in Berlin für Polizeieinsätze gefahren werden, ohne dass man darüber informiert wird. Wir werden teilweise per Pressemitteilung über gestohlene Handys, über andere Dinge informiert. Gehen wir jetzt mal zurück. Es gibt jetzt für gestern lediglich drei Meldungen nach Streitigkeiten, Stichverletzungen erlitten, fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen und Frau nach Brand in Wohnung verstorben. Es gibt jetzt hier Dutzende Mitteilungen wegen Verletzter. Es gibt hier auch immer Pressemitteilungen für Verkehrsunfälle. Hier Sachbeschädigung an Vereinsheim in Steglitz-Zehlendorf. Dafür gibt es eine Pressemitteilung. Aber zu diesem Einsatz hier mitten in Berlin am Touristenhotspot Alexanderplatz keinerlei Mitteilung. Teile der Antwort könnten wohl die Bevölkerung verunsichern. Ich bin gespannt, ob wir bald herausfinden, um welche Lage es sich hier gehandelt hat. Großeinsatz am Berliner Alexanderplatz. Die Polizei schweigt bis heute zu den Details, aber wir haben die Videoaufnahmen, ihr habt sie gesehen, J6 in the Mix sei Dank. Wenn ihr wisst, um was es sich handelt, schreibt mir eine E-Mail an kontakt@politik-mit-kopf.de oder twittert mich an oder kommentiert unter das Video, wie ihr das für richtig haltet. Ich bin gespannt, wenn es hier noch etwas Neues gibt, dann mache ich dazu ein eigenes Video. Wenn es nur eine kleine Neuigkeit gibt, dann müsst ihr eben in einem der nächsten Videos genau zuhören, dann werde ich dazu auch einen Satz mitteilen können. Im Moment bin ich genauso ratlos, wie ihr es seid. Und wir haben morgen großes Finale hier in der Stadt, die Engländer gegen die Spanier. Ich bin gespannt, welcher Biergarten hier irgendwelchen Hooligans vermutlich zum Opfer fällt. Das könnte durchaus vorkommen. Ansonsten abonniere doch meinen Telegram-Kanal und jetzt ganz neu, ich bin auch bei X, findest du alles unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Restwochenende und sage ciao, bis bald.